Als US-Präsident Joe Biden gestern vor die Kameras trat und Optimismus verbreitete und sagte, ich werde am Sonntag nochmal eine Pressekonferenz halten, damit suggerierend, dass bis Sonntag eine Lösung in der Thematik Schuldenobergrenze gefunden sei, da ging es mit den Märkten nach oben. Massives Volumen, gerade bei diesen Zero-DTE-Call-Optionen, also bei Optionen-Calls, in diesem Fall, die am selben Tag verfallen. Bums, es ging nach oben, aber ein wichtiger Punkt ist vielleicht das alte Sprichwort Buy the rumor, sell the fact. Derzeit wird das Gerücht gekauft, dass eine Einigung kommen könnte. Aber wenn dieses Gerücht Wahrheit wird oder Wahrheit werden sollte, dann ist es Zeit zu verkaufen. Das sagt diese junge Dame, die hier eine extrem interessante, wie soll man sagen, Argumentation in dieser Richtung entwickelt. Denn sie sagt, im Vorlauf zu diesem Debt Ceiling Debakel, also zu dieser ganzen Schuldenobergrenzen-Thematik, haben die Amerikaner keine Anleihen mehr emittiert, sondern Janet Yellen hat von ihrem Treasury-Account, von ihrem Treasury-Konto praktisch die Ausgaben bedient, konnte aber keine neuen Anleihen emittieren, um neue Schulden aufzunehmen. Das, so sagt sie, hat dazu geführt, dass faktische Liquidität im System geblieben ist. Diese Liquidität ist dann eben vorwiegend in Aktien geflossen. Sobald aber eine Einigung kommt in dieser Schuldenobergrenze-Thematik, wird Janet Yellen, werden die USA anfangen, Anleihen zu emittieren, und zwar massenweise, sodass dann eben diese Liquidität praktisch in diese Anleihen geht und den Aktienmärkten entzogen wird. Finde ich eine sehr spannende These. Die zeigte, dass im Grunde das, was jetzt in den letzten Tagen passiert ist, das Quantitative Tightening, also die geldpolitische Straffung der Fed, ein bisschen reduziert hat, könnte man sagen. Und hier sehen wir nochmal Joe Biden, wie er erst diese Hoffnung verbreitete, dann aber praktisch doch gleich wieder rote Linien eingezeichnet hat. Also das wird viel, viel schwieriger, als die Märkte sich vorstellen. Wir werden nicht in dieser Woche aus meiner Sicht schon eine Einigung sehen. Warum? Weil es geht um zu viel. Das werden wir gleich sehen, worum es geht. Da haben viele viel zu verlieren. Da macht man nicht schon Wochen oder eine gute Woche vor der Deadline sozusagen dann Kompromisse, die richtig wehtun. Hier sehen wir mal die Geschichte dieses Debt Ceiling immer wieder angehoben. Und Janet Yellen hat jetzt nochmal ein bisschen ihr Konto auffüllen können. Wir waren ja auf 87 Millionen runter. Jetzt hat sie nochmal neue Mittel bekommen, 7,2 Milliarden Dollar, die hier offenkundig durch Steueraufkommen wieder dazugekommen sind. Jetzt sind wir also bei 94 Milliarden Dollar. Und man kann optimistisch sein oder könnte optimistisch sein für diese US-Schuldenobergrenze. Würde nicht Jim Cramer sagen, er sei extrem vertrauensvoll, dass die USA eben nicht die Schuldenobergrenze hier oder da praktisch es zu einem Zahlungsausfall kommen wird. PIMCO sagt ähnlich, ja, ich denke, wir werden das hier bald erreichen. Also sehr viel Optimismus, dass das ein einfacher Ritt wird. Ich denke, es wird kein einfacher Ritt. Da wird es noch Schwierigkeiten geben, wie zum Beispiel jetzt ein Brief zeigte an Joe Biden durch demokratische Abgeordnete wie Sanders, wie Elizabeth Warren, die sagen, du musst dieses 14. Amendment ziehen, also das ist der 14. Verfassungszusatz. Aus meiner Sicht ist das gar nicht möglich, von der Verfassung nicht gedeckt. Das kann nur der Kongress machen, das kann nicht Joe Biden machen, sei es drum. Jedenfalls sagt man da, die Republikaner, die wollen praktisch mit ihrem Budgetvorschlag die medizinische Versorgung für ärmere Leute kappen, die wollen die in den Hunger stürzen. Also man fürchtet hier, dass sozusagen die Sozialschwachen hier völlig über die Klippe fallen. Wir werden das nicht unterstützen. Das heißt, die Demokraten selber haben da schon Probleme, das Ganze durchzukriegen. Und wenn wir uns jetzt mal wieder den Märkten zuwenden, dann sehen wir ja diese Euphorie an den Aktienmärkten. Dann aber die Frage, warum steigen eigentlich die Anleiherenditen? Wir sehen hier die Zweijährige jetzt wieder bei 4,16%. Die Zehnjährige nähert sich der 3,6 Marke. Wir haben gerade bei den kürzer laufenden Anleihen 3 und 6 Monate haben wir Renditen von weit über 5%, 5,16 für 3 Monate, 5,20 für 6 Monate. Warum? Weil die Anleihenmärkte eben sagen, nee, so einfach wird die Geschichte nicht. Und das sagt auch der Dollar, der ja immer so eine Art sicherer Hafen ist, auch wenn die USA ja selbst der Verursacher
dieses ganzen Theaters sind. Aber der Dollar ist eben nicht nur USA, sondern er ist die Weltreservewährung. Dementsprechend, wenn Sorge besteht, flüchten die Leute in die Reservewährung, in der sie in der Regel auch verschuldet sind. Sie versuchen sich dann also zu enthebeln. Normalerweise ist ein solcher Ausbruch beim Dollar ein Problem. Und hier sehen wir nochmal die Differenz zwischen etwa dem Nasdaq, der weiter nach oben geht, und der Tipp, also praktisch an der Anleihemarkt, länger laufende Anleihen könnte man sagen, die gehen nach unten. Normalerweise laufen die relative parallel, und gestern hatte ich gezeigt, dass ohne diese ganze KI-Euphorie, ohne die KI-Blase eben der S&P ganz anders stünde. Wir sehen auch der SOX, also die Halbleiterwerte, die sind extrem stark gelaufen, und das Ganze jetzt zum Beispiel bei Google mit einem RSI von fast 77, wenn wir uns da mal, wie Sven Henrik das getan hat, die vorherigen Gelegenheiten angeschaut hat, dann ist bei solchen Ständen nicht mehr allzu viel Luft nach oben. Aber diesmal ist sicherlich alles anders. Anders war gestern zumindest, dass die Banken, die vor allem die kleinen Banken hausierten, wieder sich erholt haben. KRE, dieses Banken-ETF, jetzt mit der besten Session seit Anfang 2021. Viele Shortseller sind weiter auf diese Banken short gegangen. Insgesamt sehen wir, dass jetzt praktisch Long Big Tech und Short Banken der Riesentrade gewesen ist. Das ist die Positionierung, dementsprechend vielleicht das Gegenteil tun, Banken kaufen und Tech verkaufen, das wäre vielleicht nicht die blödeste Idee. Gestern haben wir gesehen, dass es nicht nur die großen Tech-Aktien waren, sondern wirklich das erste Mal seit ganz, ganz langer Zeit, dass die allermeisten Aktien gestiegen sind und nicht nur einige wenige. Wir haben gestern den besten Tag gehabt für Value, Small Cap Value, also kleinere Value-Aktien gegen Large Cap Growth, also gegen die Dickfische, Tech-Dickfische. Wie gesagt, bester Tag seit November. Das ist natürlich schon sehr, sehr auffallend, aber wir haben nach wie vor natürlich Probleme, gerade bei den kleineren Unternehmen in der Wirtschaft insgesamt. Gestern das Redbook, miserabel. Da werden 9000 Firmen befragt. Wir sehen, dass tighter Credit Conditions der Fall sind, also die Kreditkonditionen sich weiter verschlechtern. Das wird den Konsum weiter eindämmen, und Daniela Martino Bose sagte, also ich spreche mit vielen Bankern, die sagen, unsere Kredite sind mehr oder weniger eingefroren. Das ist ein Trend, der weitergehen wird. Und deswegen macht es natürlich schon einen gewissen Sinn, wenn größere Unternehmen da weniger betroffen sind von solchen Entwicklungen, wie das hier Thierry Bourgeat sagt. Da ist eben auf dem Weg in die Rezession, sind Large-Cap-Aktien besser als Small-Caps, weil sie besseren Zugang zu Kreditmärkten haben, stärker fokussierte Geschäftsmodelle und weniger abhängig sind eben von Bankkrediten. Und wenn dann die Rezession überwunden ist, dann dürften Small Caps besser laufen. Aber der Russell, also diese Small Caps, diese kleineren Aktien, die haben sich deutlich schlechter entwickelt. Und so war bisher eben die Marktbreite überhaupt nicht vorhanden. Normalerweise sind wirkliche Bullenmärkte mit einer gewissen Marktbreite gesegnet. Also dass wirklich viele Aktien steigen, nicht nur die wenigen. Das war bisher nicht der Fall. Jetzt sind wir sozusagen an einer sehr wichtigen Widerstandslinie beim Nasdaq 100. Wir sehen aber, dass eben Dollar und Anleihen eine andere Message geben, aber manche sind bullisch, wie etwa hier Steve Cohen, der sagt, Mensch, diese Artificial Intelligence Geschichte, diese Superblase, die wird ja die Margen der Unternehmen total verbessern, weil man dann weniger Menschen braucht, dadurch sinken die Kosten. Ich halte diese Argumentation für kurzsichtig, denn selbst wenn das so wäre, du brauchst die Käufer deiner Produkte, wenn die sozusagen keinen Job haben, wie sollen sie dann deine Produkte kaufen? Da hilft dir die KI auch nichts, die vielleicht dich billiger produzieren lässt. Sei es drum, gestern haben wir gesehen, dass diese Zero-DTE-Calls massiv eingesetzt haben. 12.30 Uhr US-Zeit, Net-Buying massiv nach oben gegangen, die Puts dagegen nicht. Da ist zum Beispiel die meistgehandelte Zero-DTE-Option, also Option, die am selben Tag verfällt hier, die ist mal eben in wenigen Minuten um 200% gestiegen. Genau deswegen ist das ja so ein Sport in den USA inzwischen. Dennoch sagt hier der weit beobachtete Techniker Tom DeMark,
Sagt, Nasdaq is on the verge of exhaustion, also ist praktisch dabei zu übertreiben. Der hatte die Tiefs beim Nasdaq korrekte vorhergesagt, warnt jetzt davor. Dagegen sagt zum Beispiel der deutsche Jörg Eberlein, also ich sehe keinerlei Schwäche, das Ganze könnte hier noch weitergehen. Wir werden sehen, wer recht behält. Jedenfalls sehen wir, dass natürlich diese Tech-Werte am Anschlag sind. Hier sehen wir zum Beispiel mal Apple, die erstaunlicherweise gestern gar nicht so toll mitgelaufen ist, nur ganz leicht gestiegen, viel weniger als die anderen großen Tech-Aktien. Hier sehen wir, dass wir jedes Mal, wenn eine Rezession dann kommt, im Prinzip die Relation zwischen Apple und den Small Caps auf ihrem Hoch ist. Und wir sehen ja, dass jetzt der Apple mehr wert ist als der gesamte Nebenwerteindex Russell 2000, in dem ja 2000 Aktien versammelt sind. Das ist schon krass. Manche sagen, wie Sven Henry, guckt euch doch die Bilanzsummen der Banken, der Notenbanken an. Die hat im Oktober praktisch ihr Tief erreicht. Seitdem ist es nach oben gegangen. Allerdings nicht so wahnsinnig viel nach oben gegangen, weniger als zumindest bei den Aktien seit der Oktober. Zumindest bei der EZB ist das jetzt in der letzten Woche wieder passiert. Da ist die Bilanzsumme wieder etwas gestiegen, nachdem sie zuvor sehr, sehr stark gefallen ist. However, erste Zeichen einer Entspannung für die EZB in Sachen Inflation. Das ist mein erster Lesetipp als Artikel. Der zweite, Exportweltmeister. China hat Deutschland und Japan jetzt als weltweit größter Fahrzeugexporteur überholt. Das ist wahrscheinlich ein Trend, der nie mehr wieder umgekehrt wird. Insofern ist das ein Abschied auch Deutschlands als der Autobauer der Welt schlechthin. Die Chinesen werden jetzt in Deutschland immer mehr Marktanteile gewinnen. Keine guten Aussichten für die deutsche Autoindustrie. Also diese beiden Empfehlungen. Wir bringen einige Artikel heute auf finanzmarktwelt.de und morgen einen Videoausblick. Aber heute und morgen kein Marktgeflüster. Ich sage Servus und Ciao.